So Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Life is Strange 2. Und sorry, aber ich habe den letzten Part in zwei Parts aufteilen müssen, damit das irgendwie passt von der Zeit, weil die ging dann doch länger als ich gedacht habe und ich hatte auch nicht die Zeit, um neu irgendwas aufzunehmen. Aber dafür geht es dann heute weiter und ich würde sagen, wir lesen heute erstmal ziemlich viel. Auch wenn das vielleicht nicht für jeden so das Interessanteste ist. Jetzt gibt's erstmal ein bisschen was zu lesen. Ach Gott, ist das viel. Holy shit. Und ihr glaubt nicht, wie schwierig das für mich sein wird, das hier alles richtig zu lesen. Hey, wach auf! Du glaubst gar nicht, was gerade passiert ist! Behandle mich nicht wie einen Geist. Buh. Netter Versuch, aber ich bin Ghostbuster. Du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Nein. Du bist ein Arsch. Das hat sie gesagt. 2010 hat sie angerufen und will sein Meme zurück. Wir müssen reden. Bist du da? Ja, aber erledigt. Training, dann Arbeit. Öde. Sei nicht neidisch. Lass mich was essen, dann bin ich für dich da. Okay, Skype später. Bereit für Skaten morgen? Ich habe meinen neuen Oh Gott, Leute, ist das schwierig zu lesen, wenn man die ganze Zeit die Stimme tauschen muss. Ich habe meinen neuen Untersatz. Ich sehe dich dann im Park. Ich bin um 4 da. Ich werde um 3 da sein. Willst du hier eine neue Folge angucken? Gerade heruntergeladen. Ich arbeite heute, sorry. Warum musst du immer arbeiten? Damit ich dir ein Ticket für Misty Mais kaufen kann, für deinen Geburtstag. Tut mir leid. Was? Hör auf. Nie im Leben. Aber ja doch. OMG, ich liebe dich. Jetzt weiß ich wieder, warum du mein bester Freund bist. Du hast es verdient. Manchmal. Bist du noch auf der Arbeit? Leider. Ich brauche Hilfe bei Statistik. Oh oh, epische Unterhaltung im Anflug. Doch Lila Hawking ist hier, um mich zu retten. Scheiße, dämlicher Kunde will noch einen Mocker. Reden heute Abend. Okay, vergiss mich nicht. Hey, was? Du bist scheiße, okay. Gehst du zum großen Spiel? Scheiß auf den Lärm, unser Team ist scheiße. Anna will hin. Sie mag die engen Hosen. Was auch sonst. Du gehst nicht? Alter, Laufen ist genug Sport für mich. Fährt zur Sportskanone. Hör auf. Komm schon, wenn ich hin muss, musst du auch. Bitte? Hallo? Ich hab dir einen YouTube-Link geschickt. Siehst dir an. Fick dich, jetzt bluten meine Augen. Hahaha. Du bist sowas von zu spät, am Arsch. Zu müde nach gestern Nacht? Deine Schuld, du Kiffer. Und ich muss Daniel zur Schule bringen. Oh, bring meinen Liebsten mit her. Klar, bin schon dabei. Soll ich Allison sagen, dass du zu spät kommst? Sag ihm, er kann mich mal. Ich hab noch eine OPI? Für die erste Stunde. Was ist OPI? Ach so, offizielle Papa-Entschuldigung, Copyright. Warum ist dein Vater so cool? Adoptier mich. Nie im Leben, du isst zu viel. Du würdest uns Taco um Taco ruinieren. Aber ich liebe Tacos. Ja, ich bin angepisst, du. Leg deine Bong weg. Ich kapier's nicht. Ich bin angepisst von dir. Warum? Ich hab dir gesagt, warum. Wann? Wenn ich ankomme. Jetzt? Hallo? Herzlichen Glückwunsch. Du bist fast eine richtige Erwachsene. Und du hast eine sehr erwachsene Nacht mit Trinken verbracht. Hab Nachsicht mit mir. Mamilein hat mich zu ihrer Schwester geschleift. War so öde, ich habe mich mit meinem Cousin betrunken. Jetzt fühle ich mich wie Scheiße. Das darf man nur als Erwachsener. Nur missraten. Du musst dich entgiften. Geht klar, Coach. Danke für den Hinweis. Ich entgifte mich nach Misty Mais heute Abend. Yeah! Wir lassen es in The Late Bar krachen. Ganz kaum erwarten. Ich schlucke nur kurz mein Gewicht in Tylenol, dann Skype fürs Planen.
Stimme ist weg, wie erwartet. Bester Geburtstag aller Zeiten. Danke nochmal, ich liebe dich. Hey, kennst du Jen Murphy? Ist für einen Freund. Umgeh, wusste, du stehst total auf sie. Hör auf. Sie ist super niedlich und nett. Ich bring euch zwei zusammen. Hör auf. Laila, kein Sterbenswort zu ihr. Du traust es nicht. Du tust es nicht. Da, also muss ich. Alter. Hallo. Jen hat mich im Unterricht nach meiner Nummer gefragt. Was hast du ihr gesagt? Dass du ein Loser bist. Aber sie steht auf Loser. Im Ernst, was hast du gesagt? Verdammt, entspann dich, Mann. Ich hab nur gesagt, dass ihr zweimal abhängen solltet. Tut mir leid, dass es mich kümmert. Oh, scheiße. Nicht mein Job. Bist echt sauer? Hast du Jen getextet? Nein, mache ich aber. Wann? Bald. Kneif nicht, Loser. Alter, hab den Bus schon wieder verpasst. Check Lipton die Anwesenheit. Yep, hab ihm gesagt, du warst zu high. Alter, Witz, hab gesagt, du bist vermutlich trainieren. Danke, stimmt auch, fast. Ich renne, den Schweiß muss ich nicht mal vortäuschen. Eklig. Hola? Du hast gerufen? Hi, Lila. Daniel? Ja? Was machst du gerade? Ich unterhalte mich mit meinem liebsten Dias. Der kleine Scheißer hat sich mein Handy genommen. Sei nett zu meinem Freund. Oder ich trete dir in den Hintern. Hast du dir die Gestörten angeguckt? Natürlich. Papa ist so sauer, dass er mich nach einem Joint gefragt hat. Ich ertränke meinen Kummer in Memes. Auch nicht schlecht. Scheiß drauf. Ich geh schlafen. Okay, Alter. Grübel nicht zu viel. Ich versuch's. Danke. Im Ernst mal, er wird doch nicht gewinnen, oder? Weiß nicht, Mann. Scheiße. Ich will nicht mehr auf diesem Planeten bleiben. Bist du schon bereit für die Party? Antworte oder ich nehme deinen heißen Papa mit. Oh Gott, das war so anstrengend, Leute. Das ist so anstrengend, das zu lesen. Und sorry, falls ich manchmal ein bisschen übersteuert habe. Und weil wir gerade dabei waren, lesen wir natürlich auch die weiteren Dialoge und danach schauen wir uns noch das an. Dann gibt es heute mal eine Folge, wo ich viel lesen muss. Danach habe ich dann wahrscheinlich keine Stimme mehr. Das ist ganz toll, weil heute Abend Livestream ist. Aber ich denke, das passt schon. Dann gibt es heute eben auch für euch viel zu hören oder zu mitlesen. Und im nächsten Part gibt es dann wieder Story. Beziehungsweise, das hier ist ja auch eigentlich Story, so lernen wir die Leute ein bisschen mehr kennen, das ist auch gut. Sohn, hast du vergessen, dass du mir in der Werkstatt helfen wolltest? Unterwegs. Ich habe es dir nur 10-mal gesagt. 2-mal. Sei kein Pumpiger Papa. Warte, bis du hier ankommst. Oh oh, hab dich lieb. Haha, so leicht kommst du mir nicht davon. Kannst du heute deinen Bruder von der Schule abholen? Bitte, bitte. Heute ist der Tag der Kundenbeschwerden. Papa, ich hatte Pläne mit Laila. Ich auch, nur nicht mit Laila. Ich kann nicht alles alleine erledigen, Micho. Ich weiß, okay. Schuldgefühle einreden 2016. Danke sehr, Sohn. Tolles Rennen heute, Sohn. Stolzer Papi. Danke, ich bin bald zu Hause. Hänge nur mit dem Team rum. Okay, ich koche heute meine Spezialnudeln, damit du wieder zu Kräften kommst. Lecker, super. Viel Spaß auf deinem Konzert, Sohn. Ich hoffe, Laila gefällt ihr Geschenk. Danke. Und keine Dummheiten, jedenfalls nicht zu viele. Keine Sorge, Papa. Liebe dich, Papito. OMG, du bist jetzt schon betrunken. Pass auf dich auf, ich liebe dich auch. Bist du noch auf der Arbeit? Ich besorge für heute was von Red Dragon, falls es dir und deinem Bruder passt. Dann direkt nach Hause. Cool, ich bin hungrig. Hi, hungrig, ich bin Papa. Gesichtspalme reicht hier nicht mehr. Gesichtspalme. Papa Witze Simulator 2016. Du bist in Schwierigkeiten. Tut mir leid, dein Bruder hat sich das Handy geschnappt. Aber du bist in Schwierigkeiten, Sohn. Ich glaube, Leute, wir wissen alle, was das hier ist.
Ruf mich sofort an. Ein Kunde hat mir Tickets für Lucha Libre diesen Freitag gegeben. Da du Hausarrest hast, bleibt dir nichts übrig, als mit mir mitzukommen. So cool. Bestrafungen sind echt nicht dein Ding. Ich weiß. Mach dich bereit zu feiern. Muss ich eine Maske tragen? Du und ich würden ein tolles Team sein. Los Diablos Locos, okay? Ich habe heute einen Haufen Hausaufgaben zu erledigen. Ja klar. Ich sehe dich im Ring. Ihr seid verrückt. Bist du beim Fernsehabend dabei, Micho? Top Gear und Pizza. Klingt cool, aber ich hab dir doch von Erics Party erzählt. Oh ja, der Hüttenjunge. Dann müssen wir uns unterhalten. Echt? Ich war schon mal da. Bist du bald zu Hause? Dann haben wir noch Jen, Eric, Ellery, mein Boss, Adam und Coach Aaron. Okay, machen wir. So, jetzt der Chat mit Jen. Hey Jen, Sean Diaz hier. Hi, was geht? Nicht viel, bei dir? Relax und Netflix. Würde ich jetzt auch gern. Die Mathehausaufgaben machen mich fertig. Brauchst du Hilfe? Ja, ich glaube schon. Klar, geht morgen nach der Schule? Das wäre super, kann's kaum erwarten, diese Hausaufgaben zu erledigen. Hey, ich bin jetzt in der Bibliothek. Cool, ich bin unterwegs. Wie ist dein Test gelaufen? Ich hab 2, du bist die Beste. Hurra, freut mich, dass ich helfen konnte. Ich schulde dir was. Das werde ich mir merken. Wie geht's dir? Hallo, bist du noch da? Sorry, bin auf der Arbeit. Übel gelaunter Boss. Ich will dir keinen Ärger einhandeln. Melde dich später, wenn du magst. Okay. Goldberg ist heute krank. Super, ich war zu spät wie immer. Gern geschehen. Hey Jen, gehst du heute auf die Party? Wäre super, dich dort zu sehen. Okay, haben wir jetzt noch Eric. Na, so. Hola, da. Du hast deine Schuhe vergessen, Kiffer. Kein Scheiß. Die sind fies, genau wie du. Ey Team, bleibt bei heute. Ich kann nicht. Was zum Teufel? Zieh nicht deinen Schwanz ein. Mein Patre muss arbeiten, also muss ich bei Daniel bleiben. Bring ihn mit. Fick dich. Sorry, ich muss den großen Bruder spielen. Geht ohne mich. Sag Bescheid, wenn Papa Bär früher nach Hause kommt. Wir sammeln dich ein. Ey Team, Halloween Party in der Hütte nächsten Freitag. Bring Getränke mit. Ja, warum nicht? Du kommst oder es setzt was. Setz Nada, du Kiffer. Leck mich am Arsch. Laila kommt. Sie ist echt die coolere von euch beiden. Kein Scheiß. Dann jetzt Ellery. Bist du da? Hast du meinen FB gesehen? Nein, es ist 4.20 Uhr, oder? 4.2. Keine Ahnung. Ich relaxe im Park mit Laila. Siehst du an, du Kiffer. Das haben mir meine Eltern gerade geschickt vom letzten Rennen. Tolles Foto. Papa wird durchdrehen. Die Weiber stehen auch drauf. Wo? An welcher Schule? Du bist eine Nullnummer. Jep, aber guck dir die Trophäe an, du Arsch. Größe spielt eine Rolle. So, der Boss. Sean, kannst du heute um 15.30 Uhr anfangen? Hey Boss, ja. Du bist mein Held. Ich schulde dir was. Wie wär's mit deiner Gehaltserhöhung? Verbindung war weg. Ich sehe dich um 15.30 Uhr. Hey Boss, Sean Diaz hier. Wie viel verspätet? 15 Minuten Lauftraining. Tut mir leid, Boss. Komm so schnell wie möglich her. Hier ist viel los. Bring mir so ein Pumpkin Spice Ding und wir sind quitt. Abgemacht. Hey Boss, Sean Diaz hier. Wie viel verspätet? Krank. Kater? Niemals. Wie krank? Krank aus beiden Öffnungen? Igitt, bleib zu Hause. Tut mir leid. Erhol dich einfach. Inventur nächste Woche. Wir brauchen dich.
Mittlerweile gehen mir so langsam die Stimmen aus für die ganzen Charaktere. Spiel um 9. Bin dabei. Wie steht's mit Eric? Hängt mit Megan rum, was auch immer. Sei nicht neidisch. Oh bitte, nicht mein Stil. Lila? Scheiß Hausaufgaben. Okay, ich kaufe Snacks im BRB. BRB? Egal. Mach nur. Bereit zum Umnieten. Dann Coach Aaron. Kein Training heute, Team. Verstanden. Überdehn dich heute nicht. Und kein Stress. Mache ich nicht. Ich bin bereit fürs Rennen. Das seid ihr alle. Ich bin stolz auf mein großartiges Team. Ruht euch gut aus. Danke, gute Nacht, Coach. Hey, Sean, du bist heute ein gutes Rennen gelaufen. Nicht gut genug, Coach. Tut mir leid. Ich hab dir gesagt, du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Du hast am Ende etwas gestrauchelt, aber das können wir richten. Wir müssen nur an deinem Tempo arbeiten. Ich hab's versucht. Sie haben's gesehen. Habe ich. Du bist schnell und hast Kampfgeist. Nicht jedes Rennen gehört zur Olympiade. Ich bin stolz auf deine Leistung. Gewinnen wäre besser. Vielleicht ist das nicht mein Ding. Tut mir leid. Ups. Danke für die Unterstützung, Coach. Danke, dass du da bist. Dass du bist, Sean. Wir reden morgen beim Training weiter. Erhol dich, Sprinter. Das müssten alle gewesen sein. Genau. Dann kommen wir jetzt zum Tagebuch. Wir werden das wahrscheinlich so handhaben. Ihr könnt euch die Seite mal so ein bisschen angucken. Und dann lesen wir das hier vor die deutsche Übersetzung. Da sieht man leider im Hintergrund das Buch da nicht mehr. Ist ein bisschen schade. Aber ich denke, das geht schon. Hi Sohn, ich hoffe, du wirst mit diesem neuen Skizzenbuch Wunder wirken. Ich bin sicher, das wirst du. Falls du nicht zu faul bist, damit anzufangen. Ich weiß noch, dass deine erste Zeichnung von mir war. Kannst du mein gekonntes Porträt von dir übertreffen? Okay, ich überlasse die Kunst dir und kehre zu meinen Motoren zurück. Feliz cumpleaños. 16 für 2016. Ich liebe dich, dein Papi. Sorry, ich habe gerade übersteuert. So, 5. September 2016. Okay. Zeichnungen sind weird. 5. September 2016. Hurra, Labor Day. Oder Labor Day. Keine Ahnung. Das letzte Grillen des Sommers von Meisterkoch Diaz. Le Fashion. Baseball ist für Versager. Hi Papa, ich sehe dich. Der war heute echt die Pest. Logo. Okay, so langsam wird's mega weird. Coyote und Leguan der Zustimmung. Ich bin keine Pizza. Spacey Stacy. Okay. Okay, da raucht jemand. Das sind vermutlich Hausaufgaben, das hier drüben und... Keine Ahnung. 7. September 2016. Zurück in die Highschool-Hölle. Schwerfällige Susan, viel zu spät. Gott sei Dank für Lila und ihre dummen Witze. Jen. Die Zeichnung ist cool. 17. September 2016. Versteckt euch, ich komme. Neuen fahrbaren Untersatz kaufen. Ja, sieht man auch da unten. Der Spieleabend von Daniel und unserem guten Vater. 25. September 2016. Sonntag. Verspielter Sonntag. Der gute, ich hätte jetzt eher Spielesonntag oder Spieleabend oder sowas gesagt, aber passt schon. Twisted Sun Productions präsentiert Misty Mice und Gold Days. 1. Oktober, 20 Uhr in The Late Bar. Okay, ne, da ist noch Seattle, Washington, also die Adresse. Abgefahrene Nacht. Die Nummer von Jen. War der Typ der totale Köter oder was? Sharon, das ist verflucht rassistisch.
Dann die Nummer von Jen. 555-139-3789. Jen, könnt ihr natürlich mal anrufen. Leute, wird auf jeden Fall jemand rangehen. Lailas bester Gesichtsausdruck. Mathelehrer, der Eiermann. Lailas... Das Gesicht, ey, Leute. Ah, schön. 20. Oktober 2016. Die amerikanische Horrordebatte 2016. Bin so froh, dass ich bekifft war. Okay. Oh, wieder viel Text. 25. Oktober 2016. Also ich vermute, Laila und Sean ist das immer. Was zum Teufel stimmt heute mit Mrs. Wee nicht? Sie ist so feindselig. Kein Plan. Vielleicht ist der neue Mann stiften gegangen. Wäre nicht das erste Mal. Alles okay? Du siehst müde aus. Hab wieder Insomnie. Scheiße. Was sagt dein Therapeut? Nichts. Er verschreibt weiter Schlafpillen. Danke, Doktor, offensichtlich. Ah nee, das war falsch rum. Ach so, das war... Ah, okay. Er ist ein Scharlatan. Ich weiß, ich muss dir mein neues... Ich muss mir einen neuen suchen. Lass mich in dein Skizzenbuch sehen. Okay, hast du Jen gezeichnet? Du Stalker. Wie kommt, dass ich nie gezeichnet werde? Sieh's dir an. Das wären dann $200. Ja, Magert. Okay. Holy. Ah, 28. Oktober 2016. Halloween Party bei Erik. Bring Zeug mit plus Laila. Texte Jen, sei cool. Gut, damit hätten wir dann, denke ich mal, alles, was das angeht, durch. Keine Ahnung, vielleicht ist die Folge an der Stelle auch schon rum. Offended, not hard to let it go. From a mess to the masses.